Moin moin und hallo, ich bin Tim. Ich bin Emanuel. Wir sind beide studentische Hilfskräfte im Medienzentrum der Uni Flensburg und wir zeigen euch heute unseren Campus. Wir beginnen auch gleich mit dem neuesten und modernsten Wohnheim, das Emmy-Hennings-Haus hier unten rechts zu sehen. Fährst du eigentlich viel Bus? Eigentlich nicht so viel, warum? Es gibt hier die Bushaltestelle Campus Uni. Von hier fährt alle 10 Minuten ein Bus zum Bahnhof, zum ZOB oder auch in die Innenstadt. Ja, das ist ja super praktisch. Und das Beste daran, du kannst mit deinem Semesterticket überall in Flensburg kostenlos Bus fahren. Ah, okay. Ja, schau mal auf die linke Seite. Da ist das Audimax, unser Hörsaalzentrum. Da kann ich später noch ein bisschen was zu sagen. Da fliegen wir sowieso wieder vorbei. Mein Ding ist ja eher das Campusbad direkt gegenüber. Hier ziehe ich zwischen den Vorlesungen gerne mal ein, zwei Bahnen. Und die Preise für Studenten sind wirklich okay. Ja, das finde ich auch. Hier gegenüber die Kapelle, so ein Kunstwort für Kapelle und Campus. Dort ist das Zentrum für die evangelische und katholische Hochschulgemeinde. Übrigens, Parkplätze haben wir auch genug. Eigentlich findet man immer noch irgendwo einen Platz. Da vorne rechts das Wohnheim. Hast du da nicht mal gewohnt? Ja, nicht ganz. Das ist das Wohnheim am Campus und direkt dahinter ist ja auch der Kindergarten. Nein, die Straße weiter, das nächste Wohnheim, das heißt Wohnheim am Sandberg, da habe ich gewohnt im ersten Semester. Das sind so kleine Ferienhäuser. Und jetzt, wo wir auch schon auf dem Gelände der Hochschule sind, lass uns mal die Perspektive wechseln. Hier sehen wir auch schon die Gebäude der Hochschule. Ganz besonders wichtig ist hierbei das H-Gebäude. Dort findet ihr den Infopoint und solche Einrichtungen wie die Zulassungsstelle oder auch die Studienberatung. Das Gebäude Dublin hat eine ähnliche Funktion für die Uni. Dort ist das Präsidium und die Verwaltung untergebracht. Wusstest du, dass nebenan im Maritimen Zentrum ein Schiffssimulator zu finden ist? Ja, der soll ziemlich modern sein. Ziemlich modern sind auch die Sportanlagen vom Unisport und Campus Fitness. Und übrigens spielt auch im selben Komplex der Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt. Die Spiele sind aber auch immer ein richtiges Highlight. Nicht weit entfernt gibt's auch die gemeinsam genutzte Mensa und das Audimax. Wolltest du uns nicht noch was über das Audimax erzählen? Ja genau, da sind drei riesige Hörsäle zu finden und natürlich das berüchtigte Campus-Kino. Für Studis natürlich kostenlos. So, mit der ZRB kommen wir langsam auch wieder auf das Unigelände. In der Studybox findet man Aufenthaltsräume, in denen man super lernen kann. Im Gebäude Göteborg findet man eine kleine Cafeteria und die Kinderbetreuung. Als Student findet man sich am häufigsten im Gebäude Oslo wieder, da dort die meisten Lehrveranstaltungen stattfinden. Für die Bewerbung und Beratung müsste man allerdings nach Helsinki gehen. Zuletzt bietet das Campusgelände noch einen schönen großen Biogarten und noch einige Modulbauten. Auch außerhalb von Flensburg ist der Campus gut über die Osttangente B199 zu erreichen. Falls ihr mal vorbeikommen wollt, hoffen wir, dass ihr euch dank des Videos nun nicht mehr verlauft.